Verehrte liebe Zuschauer, darf ich Ihnen einige Gedanken zur Osterzeit darlegen? Ostern ist das Fest der Feste, sagt der heilige Papst Leo der Große im 5. Jahrhundert. Und die heilige Kirche feiert die Osterzeit nicht nur eine Oktav von 8 Tagen, sondern sogar eine Oktav von 8 Wochen, nämlich 7 mal 7 Tage bis Pfingsten und dann noch die Pfingstoktav. So ist es jedenfalls in der überlieferten Liturgie. Und der heilige Augustinus interpretiert diese 50 Tage folgendermaßen. Er sagt, die Fastenzeit beträgt 40 Tage, aber die Jubelzeit von Ostern beträgt 50 Tage. Und das will uns sagen, dass die folgende Freude immer größer ist als die vorausgehende Buße. Eine Aussage über eine ganz tiefe göttliche Wahrheit. Die Wahrheit von der sogenannten göttlichen Superabundanz. Unda heißt die Woge im Lateinischen. Abundare heißt überwogen, überfließen. Und superabundare ist ein lateinisches Kunstwort, welches bedeutet überfließen. Ich möchte Ihnen das an einer Legende klar machen, an der Legende von der göttlichen Liebe. Man stelle sich einen wunderschönen goldenen Kelch vor, der mit Juwelen und Edelsteinen übersät ist und in der Sonne funkelt wie ein wunderbarer Kristall. Und dieser Pokal ist bis zum Rand gefüllt mit dem Glutwein der göttlichen Liebe. Am Anfang der Schöpfung gießt Gott aus diesem Pokal einige Tropfen auf die Erde herab und formt daraus 2 königliche, majestätisch aussehende Menschen, einen wunderbaren, schönen Garten mit lieblichen Bächlein und Seen und Bergen und Vögeln und duftenden Blumen mit Sonne und schönen Wolken. Und es ist eine einzige Pracht, dies anzuschauen. Als die beiden Menschen nach oben blicken und den Glutkelch entdecken, da greifen sie in einer unerklärlichen Torheit und Gier nach diesem Kelch aus und wollen ihn an sich reißen. Und in diesem Augenblick erstarrt der wunderbare Park zu einer Steinwüste und die beiden, König und Königin, werden in einem Nu verwandelt in erbärmliche Gestalten. Aschfahl, gefurcht, mit grauen Haaren, gebeugt wie Aussätzige, schlurfen sie über die Steinwüste. Und so geht es auch mit ihren Kindern und Kindeskindern über Generationen und Generationen. Und es gibt weit und breit keine Aussicht auf irgendeine Änderung oder Linderung oder gar ein Ende dieses Elends. Und da gießt nun Gott in einer noch viel größeren Huld als beim ersten Mal ein zweites Mal einige Tropfen aus diesem Glutkelch auf die Steinwüste herab. Und dieses Mal formt er aus diesen Tropfen eine wunderschöne duftende Rose und gießt in diese Rose den ganzen Inhalt des himmlischen Pokals ein. Und alle Menschen, die vom Duft dieser Rose angelockt werden, und ihren Geruch in sich aufnehmen, werden in die ursprüngliche Schönheit und Majestät zurückverwandelt. Soweit die Legende. Ich nehme an, dass Sie den wesentlichen Inhalt der Legende schon etwas erahnen können. Die beiden herrlichen Menschen, majestätischen, sind Adam und Eva im Paradies. Und das Gieren nach dem Glutkelch ist die Ursünde.
Die Steinwüste bedeutet das Vertriebensein aus dem Paradies. Und nun diese wunderschöne Rose ist Maria. Und in sie wird der ganze Glutkelch eingegossen, das heißt, die zweite göttliche Person, der Logos, das ewige Wort des Vaters, kommt in ihren Schoß herab. Das heißt, der ganze Himmel kommt auf die Erde herab. Und alle Menschen, die die Lehre von Jesus und Maria annehmen und in sich aufnehmen und verwirklichen, werden in die ursprüngliche Schönheit und Majestät zurückverwandelt. So wie der Heiland sagt, wer mein Fleisch und Blut isst, der bleibt in mir und ich in ihm. Johannes 6, 56. Ostern bedeutet, Gott ist für uns Mensch geworden, er stieg um unseres Heiles willen vom Himmel herab, er hat für uns gelitten, ist für uns gekreuzigt worden und ist auferstanden. Dadurch schenkt er uns die ursprüngliche Gotteskindschaft und Gottesfreundschaft zurück und wir werden in die ursprüngliche Herrlichkeit der Gotteskinder zurückverwandelt. Wir leiden zwar noch an den Gebrechen aus unserem Fall, aber die innige Liebe zu Gott ist wiederhergestellt. Und das wird wunderbar ausgedrückt in dem zweiten Opferungsgebet, wo es heißt, O Gott, du hast die Würde des Menschen wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Und der heilige Paulus sagt in Römer 5,20 so großartig, wo die Sünde überschwänglich wurde, da wurde die Gnade noch überschwänglicher. Mit anderen Worten, der Glücksberg der göttlichen Huld ist höher, als das Unglückstal der Schuld tief ist. Und im Katechismus Romanus heißt es, ja, der Preis, welchen er für uns bezahlte, war unseren Schulden nicht nur entsprechend und gleich, sondern er ging weit über sie hinaus. Schlagend argumentiert der heilige Cyrill von Jerusalem, von nicht geringem Werte war derjenige, welcher für uns gestorben ist. Es war kein sinnenfälliges Lamm, kein bloßer Mensch, auch kein Engel, sondern der fleischgewordene Gott. Die Ungerechtigkeit der Sünder war nicht so groß wie die Gerechtigkeiten dessen, der für uns starb. Wir haben nicht so viel gesündigt, als derjenige durch Gerechtigkeit hervorragte, welcher für uns sein Leben opferte. Wer dies begreift, wie sollte der nicht in den Osterjubel der Heiligen Kirche einstimmen?